Heute ist der Tag des offenen Denkmals. Überall im Land öffnen sich Türen und Tore, laden uns ein, die Welt mit neuen Augen zu entdecken. Denkmäler geben uns im Idealfall etwas zum Nachdenken, eben Denkmal nach. Es sind Zeugnisse aus oft vergangenen Zeiten. Die Botschaft aller Denkmäler ist aber im Idealfall bis heute wichtig und aktuell. Von einem denkmalgeschützten Kirchengebäude bis zur Industrieikone, vom frisch renovierten Kloster bis zur wieder instand gesetzten Windmühle. Die erste Botschaft ist immer: Mensch, du bist hier auf deinem Lebensweg nie ganz alleine unterwegs. Es gab viele Menschen, die vor dir unterwegs waren und die ihre Spuren hinterlassen haben. Und es wird auch nach dir Menschen geben, die sich auf ihren Weg machen. Geschichte hat uns etwas zu sagen. Ein Ereignis, das lange zurückliegt, kann noch eine Botschaft an uns richten. Auch wenn es vielleicht schon 2000 Jahre zurückliegt. Ich möchte Sie deshalb herzlich einladen, den heutigen Tag des offenen Denkmals zu nutzen. Und besuchen Sie doch ganz einfach mal ein Denkmal in Ihrer Nähe. Als Mann der Kirche empfehle ich Ihnen natürlich ganz besonders ein Gotteshaus. Neben diesen architektonischen Besonderheiten, der oft einzigartigen Kirchenbauten und all der religiösen Kunst ist in jedem Gotteshaus auch Gott selber zu Hause. Und was gibt Gott uns zum Nachdenken? Vielleicht dieses: Du Mensch, aber bist ganz einzigartig und wunderbar. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen und deine ganz eigenen Spuren hinterlassen. Du kannst mithelfen, dass diese Welt ein wenig besser und gerechter und liebenswerter wird. Du kannst dein Licht leuchten lassen und diese Welt hell machen. Darüber lohnt es sich, auch mehr als einen Tag lang nachzudenken. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.